einstimmig so überwiesen. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 14.382. Kinder brauchen smarte Lösungen für eine gerechte Zukunft. Kindergrundsicherung vorantreiben und Kinderarmut ein Ende setzen. Ich darf hinweisen auf den Entschließungsantrag der Fraktion von Bündnis 90, die SPD und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache Nummer 14.500. Öffne die Aussprache. Und für die Piratenfraktion hat Herr Düngel das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kinderarmut hat uns bereits mehrfach in dieser Legislaturperiode beschäftigt. Wir haben viele Zahlen dazu gehört, beunruhigende Zahlen dazu gehört. Wir haben in der Enquetekommission Familienpolitik oder Zukunft der Familienpolitik auch viel über dieses Thema gesprochen und auch letzten Endes Lösungen oder Lösungsansätze in die Handlungsempfehlungen mit reingeschrieben. Darauf komme ich gleich zurück. Kinderarmut, fast jedes fünfte Kind lebt in Nordrhein-Westfalen in Familien, die auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Kinderarmut ist nicht ein bisschen weniger Wohlstand. Kinderarmut wirkt sich negativ auf alle Lebensbereiche aus, wirkt sich negativ auf die Entwicklung und auf Zukunftschancen der Kinder aus. Ich zitiere, und das fällt mir als Piraten sogar einigermaßen schwer, die Bertelsmann-Stiftung. Je länger Kinder in Armut leben, desto negativer sind die Folgen. Verglichen mit Gleichaltrigen aus Familien mit gesicherten Einkommen sind arme Kinder häufiger sozial isoliert, materiell unterversorgt und gesundheitlich beeinträchtigt. Sie haben oft kein eigenes Zimmer, damit keinen Rückzugsort, ernähren sich ungesünder, Monatstickets für den Nahverkehr sind kaum finanzierbar, außerschulische Bildung, Hobbys oder Urlaub ein Luxus. Außerdem haben arme Kinder einen weitaus beschwerlicheren Bildungsweg vor sich. Der Bildungserfolg hängt in kaum einem anderen Staat so stark von der sozialen Herkunft ab. Ich habe Ihnen bzw. den Rednerinnen und Rednern der anderen Fraktionen auch ein kleines Geschenk noch mitgebracht. Es gibt vom Deutschen Kinderhilfswerk ein wundervolles Pixi-Büchlein. Das zeigt nochmal die Probleme tatsächlich auf in vielleicht ein bisschen illustrierten Worten. Falls Sie meinen Ausführungen nicht folgen können, dann hilft Ihnen vielleicht nachher dieses Buch nochmal. Das kann man dann gleich während der anderen Debatten sehr schnell lesen. So ganz viel Text ist es eigentlich nicht, denn so wahnsinnig kompliziert ist das Problem nicht, aber gleichwohl dann die Problemlösung. Die Kindergrundsicherung ist unser Lösungsansatz, den wir als Piraten dafür haben. Die Kindergrundsicherung haben wir von Anfang an in der Enquetekommission, in der eben erwähnten Enquetekommission mitverfolgt. Wir haben das mit auf die Tagesordnung gebracht. Wir haben entsprechende Anhörungen auch mit beantragt. Darüber hinaus auch das bedingungslose Grundeinkommen, was aus meiner Sicht dann nochmal eine möglicherweise überfällige Weiterentwicklung dann auch der Kindergrundsicherung ist. Wir haben hier ein strukturelles Problem. Hier ist ein Systemwechsel notwendig und das kann eben eine Kindergrundsicherung schaffen. Und ich habe gerade die Enquetekommission erwähnt, aber auch im Familienausschuss. Wir haben Sachverständige da gehabt und da ist eine weitgehende Übereinstimmung zwischen den Sachverständigen gewesen, dass die Kindergrundsicherung eben diesen positiven Effekt auf die Bekämpfung der Kinderarmut haben kann und haben wird. Und daher ist dieser Antrag von uns heute die logische Konsequenz, dass wir den auch hier noch in dieser Legislaturperiode mit behandeln. Kurz zum Entschließungsantrag, zum rot-grünen Entschließungsantrag. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade tatsächlich, dass der aus Ihrer Sicht erforderlich geworden ist. Hier vermittelt der Antrag bei mir letzten Endes dann nur den Eindruck, dass die Probleme dann doch wieder eher auf die lange Bank geschoben werden sollen, als tatsächlich eben dieses überfällige Instrument der Kindergrundsicherung einzuführen. Sie versuchen wieder im Klein-Klein einzelne Detailprobleme irgendwie als Lösungsansätze mit reinzubringen und die Kindergrundsicherung tatsächlich dann irgendwie als mittel- oder langfristiges Ziel dort dann irgendwo zu platzieren. Das ist falsch. Die gesellschaftliche Mehrheit für eine Kindergrundsicherung ist längst da.
Die politische Mehrheit, liebe Kollegen von Rot-Grün, dafür können Sie mit sorgen, dass die politische Mehrheit für eine Kindergrundsicherung hier im Landtag und auch im Bundestag dann tatsächlich vorhanden ist. Wundern muss ich mich dann auch, dass wieder kein Kind zurücklassen dann an dieser Stelle auch wieder Einzug in den Antrag findet. Sie versuchen im Familienausschuss immer wieder zu sagen, dass kein Kind zurücklassen eben kein Projekt zur Bekämpfung von Kinderarmut ist. Jetzt taucht das dann wieder im Kontext der Kinderarmut auf. Ich weiß wirklich nicht, ob Sie selber so ganz genau wissen, was kein Kind zurücklassen denn jetzt tatsächlich auch ist. Wir setzen uns eben für eine möglichst rasche Einführung einer Kindergrundsicherung ein. Wir haben in unserem Antrag verschiedene Punkte dazu festgehalten. Einige davon möchte ich kurz festhalten. Und Herr Präsident, ich sehe, dass die Redezeit zu Ende ist und berücksichtige dies entsprechend. Kinder haben ein Recht auf soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebensstandard. Das rot-grüne Hartz IV ist mitverantwortlich für die hohe Kinderarmut in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Die Einführung einer Kindergrundsicherung ist zentraler Baustein zukunftsorientierter Familienpolitik. Und die Kindergrundsicherung ist eben geeignet, die finanzielle Situation von Kindern erheblich zu verbessern und Chancengleichheit in Bildung, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe herzustellen. Wir wollen die Kindergrundsicherung als Mittel, um Kinderarmut und die strukturelle Benachteiligung ärmerer Kinder zu bekämpfen. Machen Sie mit uns, gehen Sie mit uns diesen Weg. Der Weg für eine Kindergrundsicherung in Deutschland ist frei. Nicht labern, machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Düngel. Und nun hat das Wort für die SPD-Fraktion Herr Dr. Melzer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute über das Thema Kinderarmut. Und dass in einem so reichen Land Kinder noch immer überdurchschnittlich von Armut betroffen sind, ist ein Skandal. Und darum ist es richtig, dass wir dieses Thema immer wieder ansprechen und über Lösungswege beraten. Heute geht es um das Instrument der Kindergrundsicherung. Hier hat der Landtag bereits eine Position gefunden. Der Bericht der Enquetekommission zur Familienpolitik wurde im Januar beschlossen. Und dort heißt es, wir wollen eine Kindergrundsicherung einführen, die alle staatlichen Leistungen der Kinderförderung, beispielsweise das Kindergeld, Kinderzuschlag oder den Kinderfreibetrag, sowie die SGB-II-Leistungen für Kinder zu einer einheitlichen finanziellen Leistung zusammenführt, deren Höhe eine soziokulturelle Teilhabe sichert und für die alle Kinder anspruchsberechtigt sind. Und genauso klar steht da auch, die Kindergrundsicherung darf nicht die Leistung für Familien in besonderen Lebenslagen wie Alleinerziehende oder Familien im SGB-II-Bezug schmälern, sondern muss im Gegenteil zu einer finanziellen Besserstellung beitragen. Genau das ist die Position der SPD und daran hat sich zwischen Januar und März auch nichts geändert. Sie haben in Ihrem Antrag herausgestellt, dass die Kindergrundsicherung für die Piraten nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem bedingungslosen Grundeinkommen ist. Und spätestens hier trennen sich unsere Wege. Lassen Sie mich einen Kronzeugen aufführen, der unverdächtig ist, in sozialpolitischen Fragen immer auf Seiten der SPD zu sein. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat zum bedingungslosen Grundeinkommen gesagt, würde ein Grundeinkommen verwirklicht, hätten die Neoliberalen ihr Hauptziel erreicht, den Sozialstaat zerschlagen und freie Bahn für den Markt geschaffen. Und genau das ist es, was wir nicht wollen. Und Sie mögen das vielleicht für klein-klein halten. Aber wir als SPD wissen, dass es bei der Bekämpfung von Armut eben nicht nur um Geldleistungen geht. Es geht vor allen Dingen um Teilhabe. Dafür brauchen wir einen starken und vor allen Dingen einen aktiven Sozialstaat. Kinder sind in unserem Land arm, wenn sie bei Eltern aufwachsen, die arm sind. Deshalb müssen wir bereits hier ansetzen und die Armut von Familien bekämpfen. Wir brauchen faire Löhne. Und das ist weitaus mehr als der Mindestlohn. Es geht auch darum, befristete Beschäftigung zurückzudrängen. Es geht darum, Missbrauch von Leih- und Zeitarbeit zu bekämpfen. Dass das nicht das Ziel der FDP ist, wissen wir. Und es geht darum, das Armutsrisiko von Alleinerziehenden in den Blick zu nehmen. Da ist mit der Neuregelung des Unterhaltsvorschusses ein wichtiger Schritt getan. Aber eine faire Aufteilung von Fürsorge und Erwerbsarbeit für Väter und Mütter ist ebenfalls wichtig.
Dafür braucht es familiengerechte Arbeitszeitmodelle, damit Frauen nicht aus dem Erwerbsleben herausgedrängt werden. Das Gleiche gilt für das Steuerrecht. Wir wollen das Ehegattensplitting umwandeln, die dann entstehenden Spielräume dafür nutzen, in erster Linie Familien mit Kindern zu fördern, und zwar ganz unabhängig vom Trauschein. Herr und Kollege, bei der Bekämpfung? Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Wolf? Nein, er hat nur eingedrückt da. Sie haben. Ja, klar. Gut, bitteschön. Wo ist er denn? Da. Hier. Achso, der ist jünger geworden, okay. Ob zum Positiven oder zum Negativen sei dann noch zu klären. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kollege Dr. Melzer, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich würde noch mal gerne einen Punkt zurückstellen, weil Sie ja gerade auf den Zwischenruf des Kollegen Hafke nicht sachlich, sondern eher platt reagiert haben, als Sie befristete Verträge angesprochen haben. Inwiefern kämpft denn die Landesregierung gegen befristete Verträge im öffentlichen Dienst, insbesondere im Bereich des Finanzministers? Diese Landesregierung kämpft auf allen Ebenen gegen sachgrundlose Befristungen, und das macht auch der Finanzminister. Herr Kollege Dr. Melzer, würden Sie noch eine zweite Zwischenfrage von Herrn Düngel zulassen? Ja, klar. Weil wo er doch heute Geburtstag hat und selber Geschenke verteilt, immer gerne. Ja, vielen Dank, lieber Dennis Melzer, dass du mir dieses Geschenk dann auch ermöglichst, dir eine Frage zu stellen. Ob das jetzt ein Geschenk ist, weiß ich noch nicht. Aber gucken wir mal. Also ich habe jetzt aus deiner Argumentation herausgehört, die SPD, du und die SPD, ihr seid ja gegen bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist mir ja durchaus bekannt. Gehst du aber ein Stück weit mit mir mit und würdest du mir zustimmen, dass alles, was hier in dem Feststellungs- und Beschlussteil unseres Antrags drinsteht, dass das nichts mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern ausschließlich mit der Kindergrundsicherung zu tun hat? Ich gehe mit, dass die SPD genauso wie ihr für eine Kindergrundsicherung ist. Da haben wir gar keinen Dissens. Aber unser Dissens liegt darin, dass wir die Kindergrundsicherung nicht als eierlegende Wollmilchsau betrachten, sondern als einen Bestandteil zur Bekämpfung von Armut. Und dass wir als SPD da deutlich breiter aufgestellt sind und das im gemeinsamen Entschließungsantrag mit den Grünen auch dargestellt haben. Und da komme ich zu den Punkten, dass wir bei Kinderarmut eben auch auf Vorbeugung setzen. Und in der Tat, kein Kind zurücklassen heißt nicht, dass die Kinder von heute auf morgen mehr Geld in der Tasche haben. Aber kein Kind zurücklassen heißt, dass Armut eben nicht zum Schicksal wird, weil wir frühzeitig eingreifen und gerade diesen Kindern zusätzliche Chancen eröffnen, damit sie ihr Leben in Selbstbestimmung ausüben können. Und es ist dieses Land, was eingesprungen ist bei der Schulsozialarbeit, als sich der Bund zurückgezogen hat. Und es ist dieses Land, was Kitas stärker fördert, in denen viele Kinder aus ärmeren Familien sind, nach dem Motto Ungleiches auch ungleich behandeln. Und dieses Prinzip werden wir auch auf die Schulen ausweiten. Also vor diesem Hintergrund, lieber Daniel Düngel, es braucht viele Wege, um den Kampf gegen Armut aufzunehmen. Und deshalb nochmal, die SPD sagt Ja zu einer Kindergrundsicherung. Die SPD sagt aber auch Ja zu einem aktiven Sozialstaat, der Arbeit fördert. Die SPD sagt Ja zu gerechten Löhnen. Die SPD sagt Ja zu familiengerechten Arbeitszeitmodellen. Und vor allen Dingen sagt die SPD Ja, wenn es darum geht, Kinder früh zu fördern, damit jedes Kind die Chance hat auf ein gutes Leben in unserem Land. Und weil wir zu all diesen Dingen Ja sagen, lade ich dich auch an deinem Geburtstag herzlich ein, auch Ja zu diesem Entschließungsantrag zu sagen. Vielen Dank, Herr Dr. Melzer. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Kern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nordrhein-Westfalen ist arm dran. Die Kinderarmut liegt bei 23,6%. Jedes vierte Kind gilt als arm. Die Kinderarmut hat unter der rot-grünen Landesregierung in diesen letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen zugenommen. Damit gibt es hier in diesem Hohen Haus, glaube ich, Einigkeit. Wir können dem Antrag hier heute nicht zustimmen, da er die derzeitige noch Landesregierung und die sie tragende Regierungsfraktion schont und ihnen per Beschluss quasi eine Umleitung auf die Bundesebene ermöglichen soll. Das gilt im Übrigen auch für den heutigen Entschließungsantrag von Rot-Grün. Nach knapp 7 Jahren Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen bleibt festzuhalten,
dass die Kraftregierung in der Bekämpfung der Kinderarmut versagt hat und jedem Nachfolger eine schwere Hypothek oder Erbschaft überlässt. Sie lässt insbesondere mehr arme Kinder zurück. Um es deutlich zu sagen, es ist Zeit für einen Wechsel. Eltern armer Kinder dürfen diese Regierung jedenfalls nicht wählen. Wir haben uns in der laufenden Legislaturperiode oft und zentral über das Thema Kinderarmut auseinandergesetzt. Es ist die harte Wahrheit, dass sich die Kinderarmut unter Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen verstärkt hat, Böckler-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung. Und das liegt an verfehlter Politik, und zwar in der Breite. Wirtschaftspolitik, Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, Beschäftigungspolitik, schwache Schulpolitik, schwache Bildungspolitik und die Qualität in den Kitas. Es gibt viele Gründe, weshalb das so ist. Diese Landesregierung muss am Zeugnistag am 14. Mai verantwortlich gemacht werden. Mit dem heutigen Antrag stellen die Piraten ein wichtiges Thema, die Kindergrundsicherung, zur Diskussion, das einer sorgfältigen Prüfung bedarf. Schnellschüsse und wegen der Komplexität und Grundsätzlichkeit des Themas Kindergrundsicherung sind hier nicht angesagt. Kindergrundsicherung ist nur eines von vielen Lösungsmöglichkeiten, die es zu überprüfen gilt. Die Aufgabenstellung ist hiermit vielfältig und herausfordernd. Der aktuellen Bertelsmann-Studie Alleinerziehende unter Druck zufolge ist Kinderarmut in Deutschland zur Hälfte auf die Armut von Alleinerziehenden zurückzuführen. Meine Damen und Herren, auch Familien mit mehr als 3 Kindern tragen höhere Armutsrisiken. Und es ist nach meiner Ansicht kein Zufall, dass sich der Verein für Kinderreiche in Nordrhein-Westfalen gegründet hat, in unserem Bundesland. Nach Ansicht der CDU ist es geradezu ein Skandal, dass diejenigen, die durch generative Beiträge die Zukunftsfähigkeit des Gemeinwesens sichern, erhöhten Armutsrisiken ausgesetzt sind. Und es gilt, nicht Arbeitslosigkeit muss verlängert werden und unterstützt werden, sondern nachhaltige Beschäftigung muss das Ziel sein, um Familien und damit auch Kindern aus dem Armutsrisiko zu holen und Teilhabe zu ermöglichen. Nach dem letzten Landessozialbericht sind Kinder und Jugendliche ganz besonders von Armut betroffen. Die Bertelsmann-Stiftung hält dazu fest, dass arme Kinder häufiger sozial isoliert, materiell unterversorgt und gesundheitlich beeinträchtigt sind. Ob Kindergrundsicherung eine grundsätzliche Lösungsmöglichkeit darstellt, muss meines Erachtens geprüft werden. Ein derartiger Systemwechsel kann nicht zwischen Tür und Angel entschieden werden. Durch eine übereilte Einführung der Kindergrundsicherung können auch soziale Ungerechtigkeiten provoziert werden. Es gibt heute 156 Ehe- und familienpolitische Leistungen. Für alle gab und gibt es Begründungen. Sie sind die Summe der Erfahrung der Vergangenheit. Zum Entschließungsantrag von Rot-Grün: Sie haben es ja noch nicht einmal geschafft, in 7 Jahren ein tragfähiges neues Kiebitz zustande zu bringen. Und da wollen Sie jetzt schon wieder eine neue Baustelle aufmachen. Diese Regierung und diese tragenden Fraktionen machen gerne den zweiten Schritt vor dem ersten. Am Beispiel der schlechten Einführung der Inklusion an den Schulen kann jedermann sehen, zu welchen Lasten schlecht durchdachte, unvorbereitete und übereilte Umsetzungen gehen. Auf dem Rücken der betroffenen Kinder und des pädagogischen Personals. Die Piraten schreiben in ihrem Antrag, dass Kindergrundsicherung ein Schritt in die Richtung zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für Erwachsene ist. Dem können wir natürlich nicht entsprechen, das ist keine Überraschung. Ich komme zum Schluss. Eine bedingungslose Kindergrundsicherung, bei dem jedes Kind das Gleiche vom Staat bekommt, ist das wirklich gerecht? Entspricht das den Vorstellungen von Chancengerechtigkeit, wenn Kinder wohlhabender Eltern dann ebenfalls ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten? Ich bin sicher, eine solche Regelung ist weder solidarisch noch sozial. Wir finden es gut, dass wir einmal über Kindergrundsicherung sprechen. Wir sollten das gründlich in der nächsten Legislaturperiode tun. Eine direkte Abstimmung ist hier aus meiner Sicht deshalb nicht möglich, weil die Enquete-Kommission Handlungsempfehlungen ausspricht und eine Diskussion im Fachausschuss mit Experten hier dringend erforderlich ist. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Soweit sind wir noch nicht, lieber Herr Kern. Ja. Weil es gibt eine Kurzintervention von Herrn Düngel, der Piratenfraktion. Und dann wollen wir das auch noch hier ordentlich abarbeiten, damit wir nicht schon im Wochenende sind, bevor die Kurzintervention abgearbeitet wäre. Dann Herr Düngel, Sie haben das Wort. Ja, es tut mir leid. Ich möchte ja auch gerne an den Kuchen, ne? aber wir müssen uns leider noch ein kleines bisschen gedulden. Lieber Walter Kern, ich bin ja bei dir, wenn du sagst, dass diese Landesregierung ganz viele Dinge nicht geschafft hat.
Und ich bin auch bei dir, wenn du sagst, dass ich bezweifle, ob die Landesregierung wirklich wichtige Schritte im Bereich der Familienpolitik auf den Weg bringen kann. Deswegen stellen wir genau diesen Antrag, weil wir sagen, das schieben wir lieber in die bundespolitische Verantwortung, weil es da auch dann tatsächlich hingehört. Und zum Zweiten, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, Familien, wir müssten das im Ausschuss diskutieren, im Familienausschuss diskutieren, und das wäre alles nicht hinreichend mit Sachverständigen, Gutachten etc. alles hinterlegt. Also das ist ja schon ein bisschen weit hergeholt. Wir haben Sachverständige in der Enquete-Kommission dazu gehabt. Wir haben Sachverständige auch im Familienausschuss dazu gehabt, genau zu diesem Thema. Das Ding ist hier landespolitisch eigentlich ausdiskutiert. Ja, also das bitte ich doch da noch mal ganz deutlich zur Kenntnis zu nehmen. Und ansonsten vielleicht, lieber Walter Kern, nutzt du die Zeit noch mal und sprichst mit deinem Kollegen Bernhard ten Humberg. Der ist ja in der Position da schon ein kleines bisschen weiter. Darf ich? Ja. Also Daniel Düngel, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir die Möglichkeit gibst, in der Intervention das nochmal zu vertiefen. Ich will es mal sehr deutlich sagen. In dieser Legislaturperiode war das Wappentier der Landesregierung eine Schnecke, insbesondere beim Kiebitz. Insbesondere beim Kiebitz. Es hat sieben Jahre gedauert, und wir wissen heute definitiv, dass ich hier nichts verändern wird, dass sich hier nichts verändern wird. Und ich habe es eben schon gesagt, vielleicht ist es überhört worden oder vielleicht war der Grund deiner Intervention vorher. Eine Enquete-Kommission spricht Handlungsempfehlungen an das Parlament auf, und Entscheidungsgremium ist nicht die Enquete-Kommission. Sie spricht nur Empfehlungen aus, sondern das Parlament. Und das Parlament hat in aller Regel dann nochmal Fachlichkeit heranzuziehen über Anhörungen. Und das ist meine Antwort darauf. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Und als Nächstes spricht für die Bündnis 90 Grüne Fraktion Frau Asch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen, dass ich es sehr bedauere, dass zum wiederholten Mal die CDU-Fraktion statt mit uns gemeinsam über gute Konzepte für Kinder zu diskutieren und darüber auch zu ringen, sie hier wieder ihr eigenes parteipolitisches Süppchen kocht, nur im eigenen Interesse Wahlkampfgetöse veranstaltet. Das ist wirklich bedauerlich. Liegt nicht im Interesse von benachteiligten Kindern in Nordrhein-Westfalen. So viel ist deutlich. Und das ist besonders bedauerlich, weil Kinder, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind das Wertvollste, was wir haben. Und deshalb dürfen wir es nicht hinnehmen, wenn ein Teil von ihnen in den Hinterhöfen unserer reichen Gesellschaft aufwachsen muss. Die Folgen der materiellen Armut sind hinlänglich bekannt. Mangelnde Teilhabe, mangelnde Chancengleichheit, Kinder erleben es schmerzlich, wenn sie wegen fehlendem Geldes nicht an einer Klassenfahrt teilnehmen können, wenn sie beim Kinoabend mit der Clique außen vor bleiben, wenn Eltern bei der Abiturfeier zu Hause bleiben müssen, weil sie nicht in der Lage sind, das Geld für die teuren Karten aufzubringen. Diese Erfahrung der Ausgrenzung, der scheinbaren Minderwertigkeit, die damit verbunden ist, die prägt sich oftmals tief ins Selbstbild ein, und zu oft bestimmt sie den weiteren Lebensweg. Nicht selten wird eine Spirale von vererbter Armut in Gang gesetzt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das müssen wir ändern. Das muss Ziel unserer gemeinsamen Politik sein. Wir machen unsere Hausaufgaben, soweit es in unserer Länderkompetenz steht, nämlich unsere Hausaufgaben in Sachen Armutsprävention und Armutsfolgevermeidung. Und auch das noch mal in Richtung von Herrn Düngel gesagt, auch hier noch mal deutlich zu unterscheiden. Das ist unser Job als Landesebene. Armutsprävention, Armutsfolgevermeidung, die materielle Seite, die materielle Absicherung, das ist die Kompetenz der Bundesebene. Und das muss man doch langsam mal verstehen, wenn man hier 5 Jahre im Landtag gesessen hat. Das tun wir in Nordrhein-Westfalen. Wir machen unsere Hausaufgaben mit dem Programm Kein Kind zurücklassen. Das ist erwähnt worden. Das ist mittlerweile ein Best-Practice-Modell. Auch im Ausland stößt es auf Interesse und auf Nachahmung. Wir tun es mit guter
Elementarbetreuung und hier vor allen Dingen mit den Plus-Kitas, den Plus-Kitas, die übrigens auch von der Opposition immer abgelehnt wurden. Wir tun es mit 50 Millionen Euro für die Schulsozialarbeit und wir tun es mit dem Programm NRW hält zusammen und viele mehr. Aber ich habe es schon gesagt, bei der materiellen Stärkung der Familie liegt der Ball im Feld der Bundesebene. Wir wissen, 150 Milliarden an Familienleistung pro Jahr werden fehlgesteuert, weil sie nichts dazu beitragen, die skandalöse Kinderarmut zu verhindern. Fehlgesteuert, weil sie nämlich nach dem Prinzip funktionieren, wen hat, dem wird gegeben, wer arm ist, muss in die Röhre gucken. Meine Damen und Herren, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, das ist absurd. Aber warum hat sich die Situation in den letzten Jahren eigentlich noch mal so verschärft? Und da müssen wir alle miteinander selbstkritisch feststellen, das war natürlich die Einführung der Hartz-IV-Gesetze und es war insbesondere der Tatbestand, dass damit den armen Familien, auch übrigens Initiative der CDU damals im Bundesrat, das Kindergeld gestrichen wurde. Und ein weiteres kam hinzu, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Bis 2007 stand auch den Familien im Sozialleistungsbezug das Erziehungsgeld zu. Und dann wurde das mit der Umwandlung zum Elterngeld, übrigens unter Schwarz-Gelb, wurde dieser Grundbetrag gestrichen und auch dieses Geld, es waren 300 Euro Erziehungsgeld, fehlt natürlich heute, 300 D-Mark, Entschuldigung, fehlt natürlich heute im Portemonnaie der benachteiligten Familien. Und darum geht es jetzt darum, den Familienleistungsausgleich einen Systemwechsel zu unterziehen und ihm von Kopf auf die Füße zu stellen. Und es geht im Prinzip darum, das Prinzip umzusetzen, dass jedes Kind dem Staat gleich viel wert sein muss, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir die Kindergrundsicherung. Und dann reicht es aber auch nicht, liebe Piratenfraktion, einfach diese Forderung hier so platt in den Raum zu stellen, sondern wir brauchen ein konkretes Konzept. Natürlich. Und das ist durchaus differenziert. Und genau das tun wir und genau das legen wir mit unserem Entschließungsantrag vor. Wir orientieren uns an dem Bündnis Kindergrundsicherung mit dem Vorschlag der Zusammenführung von Kindergeld, Kinderfreibeträgen, SGB-II-Leistung und Kinderzuschlag. Und das wird dann kombiniert mit einer Abschmelzung des Ehegattensplittings. Damit wird ein am Kind orientiertes System geschaffen, das Kinder unabhängig von der Lebens- und Einkommenssituation der Eltern fördert. So ein Systemwechsel geht natürlich, meine Damen und Herren, nicht von heute auf morgen. Das wird bis dahin noch ein Stück Weg sein. Und deshalb brauchen wir zwingend Zwischenschritte. Zwischenschritt 1 bedeutet endlich ein Kinderregelsatz, einen eigenständigen, bedarfsgerechten Kinderregelsatz auf Bundesebene einzuführen und zweitens ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren im SGB II, das die Eltern vor entwürdigenden und zeitaufwendigen Gängen beim Amt bewahrt. Das ist notwendig. Ich freue mich, dass die Enquete Chancen für Kinder zumindest mehrheitlich sich für eine Kindergrundsicherung ausgesprochen hat. Und ich würde mich, und das darf ich sagen, weil Sie alle wissen, dass mit dieser Legislaturperiode auch meine Zeit hier im Landtag ändert, ich würde mich sehr freuen, wenn in einer neuen Legislaturperiode es gelingen würde, dass man über Parteigrenzen hinweg tatsächlich Konzepte für Familien, für Kinder gemeinsam entwickelt und nicht dieses Thema immer wieder im Parteienstreit aufgehen lässt, im Interesse der Zukunft unserer Kinder und damit auch der Zukunft des Landes NRW. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Asch. Und nun spricht Herr Hafke für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute reden wir noch einmal über Kinderarmut. Und das ist auch gut so. Zum Ende der Regierungszeit dieser rot-grünen Landesregierung können wir nicht oft genug Bilanz ziehen. Und diese Bilanz ist in diesem Fachbereich leider verheerend. Wir wissen, dass die Kinderarmut ein komplexes Themenfeld ist. Wir wissen auch, dass man die Kinderarmut nicht von heute auf morgen besiegen kann. Aber Sie hatten nun auch 7 Jahre Zeit, hier Akzente zu setzen. Und wenn wir nach 7 Jahren Bilanz ziehen, dann stellen wir fest, lieber Dennis Melzer, lieber Andrea Asch, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen eine verheerende Situation haben. Die Kinderarmutszahlen in Nordrhein-Westfalen sind in den letzten 7 Jahren gestiegen.
Und da können Sie sich nicht hier hinstellen und abfeiern, was Sie alles gemacht haben. Offensichtlich sind Ihre Programme, die Sie auf den Weg gebracht haben, gescheitert. Das muss man doch einfach mal hier anerkennen. Und da muss man sich, liebe Kollegin Andrea Asch, auch mal ehrlich machen. Wenn hier davon gesprochen wird, dass das Programm Kein Kind zurücklassen doch so ein großes Erfolgsprojekt sei, dann kann man darüber mittlerweile eigentlich nur noch lachen. Das ist eine reine PR-Nummer, die die Ministerpräsidentin hier gestartet hat. Rechnen Sie mal um, was Sie dort an finanziellen Mitteln pro Kind ausgeben. Für die neuen Kommunen, die in Nordrhein-Westfalen hinzugekommen sind, geben Sie pro Kind 60 Cent aus. Das ist eine Lachnummer und das ist dieser Problematik, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, überhaupt nicht angemessen. Und deswegen brauchen wir eine vernünftige Politik, um Kinderarmut zu bekämpfen. Ein zentrales Element, um Kinderarmut zu bekämpfen, kann und muss sein, die Kindergartenpolitik in den Griff zu bekommen, eine vernünftige Situation zu schaffen für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da haben Sie vor 7 Jahren versprochen, eine neue Kita-Finanzierung zu organisieren. Auch damit sind Sie hier in den 7 Jahren gescheitert. Es ist im Ergebnis nichts passiert. Sie haben an einigen Stellschrauben nachgedreht, aber die finanzielle Situation bei den Kitas ist so verheerend, so, Herr Ziemkeit, es ist immer das Gleiche, Sie schreien dazwischen, obwohl Sie gar keine Ahnung davon haben. Die Finanzierung ist eine Katastrophe bei den Kitas. Sie haben das in Ihren Koalitionsvertrag 2010 und 2012 reingeschrieben, dass Sie die Kita-Finanzierung verbessern wollen, ein neues System sogar auf den Weg zu bringen. Haben Sie nicht gemacht. Dann haben Sie vor mehreren Jahren gesagt, dass Sie es schon nicht schaffen werden. Hat Frau Ministerin Schäfer und Kampmann, die heute leider nicht da ist, angekündigt, sie wollten Eckpunkte vorlegen für ein neues Kita-Gesetz. Mittlerweile ist selbst das nicht erfolgt. Ministerpräsidentin Kraft hat angekündigt, selbst Eckpunkte schafft diese Landesregierung in 7 Jahren nicht vorzulegen. Was für ein Armutszeugnis, muss ich dort sagen. Und was dann noch obendrauf kommt, das ist eigentlich der Gipfel der Unverschämtheit ist, dass sie sagt, wir hätten intern in der Landesregierung aber gerechnet, was eine neue Kita-Finanzierung kosten würde. Sie sind aber nicht in der Lage, dem Parlament zu sagen, was diese Regierung sich überhaupt überlegt hat. Und offensichtlich rechnet der Finanzminister das SPD-Wahlprogramm im eigenen Ministerium durch, ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Das ist Parteipolitik, die in Ihrem Ministerium gemacht wird. Und das gehört sich überhaupt nicht, Frau Kollegin, überhaupt nicht. Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen von den regierungstragenden Fraktionen, Sie haben dieses Thema zum Kernthema, Herr Ziemkeit, Sie haben das zum Kernthema Ihrer Regierungszeit gemacht. Sie sind gescheitert. Bringen Sie das Thema Kinderarmut und Finanzierung der Kitas in Nordrhein-Westfalen in die letzte Plenarwoche ein. Machen Sie es zu einer Regierungserklärung, damit Hannelore Kraft sich hier auch der Öffentlichkeit stellen kann, sagen kann, was Sie nach Ihrer Auffassung richtig gemacht haben und die Opposition auch klar sagen kann, wo die Probleme hier liegen. Ich meine, das wäre nur richtig und angemessen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Ziemkeit? Gerne, dann braucht er nicht dazwischen zu reden. Bitte schön. Eine Regierungserklärung kann ich Ihnen qua Amt leider nicht versprechen, aber weil Sie mich angesprochen haben. Aber die Frage ist, Sie haben gerade wörtlich gesagt, diese Regierung hat bei Kindern nichts gemacht. Jetzt ist es ja Fakt, dass die Summen für Kinder seit Ihrer Regierungszeit von 1 Milliarde nun auf 2,8 Milliarden Euro gestiegen sind. Könnten Sie mir denn ausrechnen, weil Sie das ja gerade an einem Punkt gemacht haben, wie viel das pro Kind in Nordrhein-Westfalen mehr ist als in Ihrer Regierungszeit? Wissen Sie, Herr Ziemkeit, da Sie ja Mitglied des Finanzausschusses sind, sollten Sie ja eigentlich etwas von Zahlen verstehen. Und dann muss ich, ja, dann will ich mal sagen, Da müssten Sie doch eigentlich verstehen, wenn die Zahlen beim U3 und Ü3-Bereich, die Plätze steigen, dass Sie dann auch als Land mehr Geld zur Verfügung stellen müssen. Das ist ein proportionaler Anstieg. Was anderes ist das nicht. Das hier ist die Situation. Und was Sie behaupten, dass alles hier in Nordrhein-Westfalen so toll wäre, dann hätten wir doch nicht die Situation, dass in Bergisch Gladbach ganze Trägerabgaben erfolgen, dass das Erzbistum Essen sagt, dass die Finanzierung der Kitas katastrophal ist, dass 80% der Einrichtungen unterfinanziert sind. Das heißt, Sie müssen doch mal eine Prioritätenänderung im Haushalt vornehmen. Sie müssen meinem Kollegen Remmel nicht alles durchgehen lassen, sondern das Geld mal tatsächlich dort investieren, wo es gebraucht wird, nämlich bei den Kindern und der Bildungspolitik. Da gehört es hin. Herr Kollege Hafke,
Es gibt eine zweite Zwischenfrage von Frau Altenkamp. Würden Sie die auch zulassen? Gerne. Bitte schön, Frau Altenkamp. Herr Kollege Hafke, meine Frage ist ganz einfach. Können Sie vielleicht Ihre Position zum Thema Kindergrundsicherung darstellen? Wissen Sie, ich glaube, es ist nicht nur wichtig, über Kindergrundsicherung zu sprechen, Frau Kollegin Altenkamp. Wenn Sie mich ausreden lassen würden, dann kann ich Ihnen das erläutern, sondern über das Thema Kinderarmut zu sprechen. Weil das ist eins der Punkte, wo Sie gescheitert sind und wo wir in Nordrhein-Westfalen dringend aktiv werden müssen. Und ich habe das gerade eben gesagt, wir müssen darüber sprechen, Erwerbstätigkeit gerade für Alleinerziehende in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, weil die von Armut am meisten betroffen sind. Darüber müssen wir sprechen. Dafür brauchen wir also eine gute Kita-Landschaft. Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Stichwort. Warten Sie doch mal ab. Wir müssen darüber sprechen, eine vernünftige Bildungslandschaft mit Ganztag auf den Weg zu bringen. Wir müssen darüber sprechen, und das ist der Unterschied, den wir zu Ihnen haben, dass wir, hören Sie doch mal, Sie haben mir doch eine Frage gestellt, Frau Altenkamp, ich probiere Ihnen die gerade zu beantworten. Dann müssen wir darüber sprechen, dass wir ein Kindergeld 2.0 einkommensunabhängig für die Kinder in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland am Weg bringen und auf der anderen Seite ein liberales Bürgergeld, was tatsächlich dafür sorgt, dass es den Kindern und den Familien vernünftig Geld zur Verfügung steht. Das ist das, wissen Sie, lassen Sie mich abschließend noch einen Punkt sagen. Wissen Sie, was ich ziemlich daneben finde? Sie stellen mir eine Frage, ich antworte Ihnen, die gesamten regierungstragenden Fraktionen quatschen und Sie schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Sie müssen auch, wenn Argumente kommen, die Ihnen nicht passen, wir haben ein Konzept vorlegt zum Thema, ein Konzept, Sie müssen ein Konzept, was wir zum Thema Kinderarmut vorgelegt haben, sich vielleicht damit auch mal beschäftigen. Sie haben es in den ganzen sieben Jahren hat es diese Regierung nicht geschafft, ein Konzept gegen Kinderarmut vorzulegen. Nicht ein Konzept. Ja, ich habe es doch letztens veröffentlicht. Im Gegensatz zu Ihrer Regierung habe ich geschafft, ein Konzept zu veröffentlichen. Das ist vielleicht der große Unterschied. Das ist der Unterschied, den wir haben. Ja, vielleicht können Sie ja einfach lesen. Würde vielleicht auch schon mal helfen. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich habe Ihnen jetzt klargemacht, was wir am Thema Kinderarmut an dieser Regierung auszusetzen haben, was wir dort anders machen würden. Und deswegen ist für uns klar, wir werden dieses Papier von den Piraten ablehnen, weil wir selber ein eigenständiges Konzept auf den Weg gebracht haben, wo wir der Meinung sind, das würde den Kindern und den Familien in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr bringen als das, was hier vorgeschlagen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hafke. Bleiben Sie bitte am Pult. Es gibt eine Kurzintervention. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von der Fraktion der Piraten. Und Herr Düngel hat sich dazu zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Düngel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss mich entschuldigen vor dem gesamten Haus. Ich habe zu Marcel Hafkes Rede den falschen Antrag eingereicht. Wir müssen das künftig besser koordinieren. Wenn ich die Rede vorher habe, dann schreibe ich halt den entsprechenden Antrag dann dazu. Ich finde schon beachtlich. Du sagst hier gerade und redest von einem Konzept, was die FDP hat, Kindergeld 2.0, 3.0, 4.0, völlig egal, liberales Bürgergeld, du redest von einem Konzept, was die FDP in der Schublade hat, aber dieses eigene Konzept, ist es dir nicht wert, das hier vorne am Rednerpult, die 5 Minuten hier vorne am Rednerpult zu nutzen und das Konzept hier vorzustellen, wo wir über dieses Thema hier reden. Du redest über Kita-Finanzierung und wie das darf ich nicht sagen, das Wort, also die Landesregierung irgendwie schlecht ist, das ist doch einfach nur lächerlich. Und das zeigt doch einfach, dass ihr anscheinend von eurem eigenen Konzept eben überhaupt keine Ahnung habt oder nicht überzeugt seid und wir anscheinend dann doch auf dem richtigen Weg sind. Ich will mich hier nicht auf Beleidigungen einlassen, sondern ich will den Piraten vielleicht mal eins erläutern. Wenn es darum geht, Armut in diesem Land zu bekämpfen und das, was wir auf Landesebene machen können, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen auch wieder in Arbeit kommen und insbesondere alleinerziehende Frauen. Und um das hinzubekommen, brauchen wir Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da geht es um Kindertageseinrichtungen. Und was denn sonst? Da geht es darum, dass wir ausreichend Plätze in Nordrhein-Westfalen haben, qualitativ hochwertige, und dass wir flexible Öffnungszeiten haben, damit gerade diese Menschen... Das ist genau das, was ihr nicht versteht. Elternbeiträge zahlen diese so oder so nicht, weil die keine Einkommen haben. Jemand, der kein Einkommen in Nordrhein-Westfalen hat, der zahlt kein Einkommen. Das, was ihr machen wollt, was die SPD sich angeschlossen hat,
was die SPD sich angeschlossen hat, dass die mittlerweile fast 1 Milliarde Euro in die mittleren Einkommen, die höheren Einkommen subventionieren wollen. Das sorgt nicht dafür, dass ein Kind aus Armut befreit wird. Das ist ein Irrglaube, den ihr habt. Sondern deswegen brauchen wir ja eine andere Politik in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Herr Hafke. Und für die Landesregierung spricht nun Herr Minister Dün in Vertretung für Herrn Minister Schmelzer. Noch mehr Stimmung als in meinem Feld hier. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der schon angesprochene aktuelle Sozialbericht macht klar, dass Kinder und Jugendliche in besonderem Maße von Armut betroffen sind. Die Zahl derer, die in einkommensschwachen Haushalten leben, steigt bundesweit an, auch bei uns in NRW. Und deshalb ist die Bekämpfung der Kinder- und Familienarmut ein besonderes Anliegen unserer Regierung. Der Antrag der Piraten zielt ausschließlich auf die Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums von Kindern. Auch dieses Thema beschäftigt die Landesregierung bereits seit Jahren. Dabei darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden, der Kollege Dr. Melzer hat ja darauf schon hingewiesen, dass für dieses Thema, für die öffentliche Fürsorge, der Bund der zuständige Gesetzgeber ist, der auch von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht hat, insbesondere mit dem sogenannten Regelbedarfsermittlungsgesetz. Genau dieses Gesetz soll nach Ansicht des Deutschen Bundestages im Zusammenhang mit der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch zur Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen beitragen. Die Länder und ganz besonders die NRW-Landesregierung haben über den Bundesrat ausdrücklich gefordert, den Regelbedarf von Kindern und Jugendlichen wissenschaftlich belastbar zu ermitteln. Der Bund hat die Regelsätze für Kinder und Jugendliche im SGB II und 12 zwar zum Teil erhöht, aber die Forderungen der Länder leider nur ansatzweise aufgegriffen. Vor diesem Hintergrund ist der Antrag der Piraten durchaus nachvollziehbar, aber aus unserer Sicht greift er zu kurz. Es reicht nicht aus, ein vollkommen neues Leistungssystem der Kindergrundsicherung einzuführen. Allein damit wird das Problem der Kinder- und Familienarmut unserer Ansicht nach nicht gelöst. Die Bekämpfung der Kinder- und Familienarmut kann nur erfolgreich sein, wenn an mehreren Stellen angesetzt wird. Durch Bekämpfung der Armut der Eltern, durch gute Arbeit und ausreichende Einkommen. Durch Entlastung der Familien, durch bessere Vereinbarkeit mit dem Beruf, durch Kinderbetreuung und geringere oder gar keine Kita-Gebühren. Investitionen in Infrastrukturen, die den Bildungserwerb der Kinder von der sozialen Lage der Familie entkoppeln und Chancengleichheit für alle Kinder schaffen. Die Landesregierung setzt sich deshalb seit Jahren für ausreichende und fair bezahlte Beschäftigung ein. Beispielhaft nenne ich hier nur unseren Einsatz für den gesetzlichen Mindestlohn oder gegen Missbrauch von Werkverträgen. Viele Leistungen, die einen Beitrag zur Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern, der frühkindlichen Förderung oder der Bildungsbeteiligung leisten, werden in NRW inzwischen kostenlos angeboten. Ein gutes Beispiel ist dafür das beitragsfreie Kindergartenjahr. Und schließlich verweise ich auf die erheblichen Investitionen in Bildung von Anfang an, so in den Ausbau von Kindertagesbetreuung und in die Finanzierung der Schulsozialarbeit, letztere mit jährlich 47 Millionen Euro. Daneben haben wir mit der natürlich auch hier schon intensiv diskutierten Initiative Kein Kind zurücklassen einen präventiven Politikansatz entwickelt, der allen Kindern gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll. Der Entschließungsantrag von SPD und Grünen macht von daher zu Recht deutlich, dass eine umfassende Reform notwendig ist, der verschiedene Politikbereiche auf unterschiedlichen Ebenen berücksichtigt. Hier geht es nicht nur um sozialleistungsrechtliche Fragen des SGB II und 12, um das Existenzminimum für Kinder und Jugendliche armutsfest zu machen. Es geht auch darum, sämtliche Bereiche der familienpolitischen Kinderförderung einzubeziehen, wie Kindergeld und Kinderzuschlag, eine funktionierende Infrastruktur für die sozialen Dienstleistungen für Kinder und Familien, außerdem um Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen. Die Arbeit- und Sozialminister haben bereits am Rande ihrer letzten Konferenz Anfang Dezember 2016 beschlossen, diese Reform mit der Einrichtung einer länderoffenen Arbeitsgruppe zur Kindergrundsicherung zu begleiten. Und Nordrhein-Westfalen, mein Kollege Schmelzer, wird sich selbstverständlich sehr intensiv an diesen Fragestellungen beteiligen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Und damit sind wir am Ende der Beratung dieses Antrags und kommen zur Abstimmung. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten mit der Drucksache Nummer 14.382. Hier ist direkte Abstimmung beantragt. Wer also stimmt dem Inhalt des Antrags zu?
die Fraktion der Piraten, Herr Schwert, fraktionslos. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU und FDP stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag mit breiter Mehrheit abgelehnt. Wir stimmen zweitens ab über den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache Nummer 14.500. Wer stimmt diesem Antrag, dieser Entschließung zu? SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? Piraten stimmen dagegen, FDP und CDU stimmen dagegen. Wer enthält sich? Bei Enthaltung von Herrn Schwert, fraktionslos, ist der Antrag mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen angenommen. Damit sind wir, meine Damen und Herren, am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich berufe das